Moin moin, liebe Freunde der gepflegten LTE-Verbindung, und da sind wir auch wieder mal an einem ganz anderen Ort wie gewöhnlicherweise. Und zwar sind wir hier auf dem schönen Salzburgring beim Electric Love Festival in Österreich mit übers Wochenende verteilt knapp 180.000 Besuchern. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das das größte EDM-Festival in Österreich und auch mit eins der größten in der EU. Exakt, ja. Super. Heute haben wir mal ein anderes Gesicht dabei, soll ein kleines Interview werden mit euren Fragen von Instagram, die ihr mir gestellt habt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Wer bist du überhaupt und was machst du hier? Ja, mein Name ist Matthias Hochwimmer. Ich bin Projektleiter und Bühnenproduzent hier bei Revolution Event bzw. fürs Electric Love Festival, aber auch diverse andere Festivals. Wir produzieren in unserem Team alle Bühnen, die hier so am Gelände sind. Und ja, da geht es bei uns im Endeffekt von der Planungsphase, Konzeptionsphase bis hin in die Ausführung, Bauleitung, genau. Ja, so in den letzten Tagen, so mein Eindruck war, dass ihr doch schon relativ viele Bühnen verhältnismäßig habt. Also so die Festivals, die ich jetzt so aus meiner Umgebung kenne, da stehen meist so, ja, sag ich mal, 2, 3, vielleicht mal 4 Bühnen. Wie viele habt ihr hier so an der Zahl insgesamt? Es gibt natürlich diverse Plätze hier am Festivalgelände, wo auf welchem Musik gespielt wird, sei es ein DJ, sei es kleine Kombos oder so. Aber Bühnen an sich haben wir 5 Stück. Das ist aber auch schon mal eine Anzahl. Vor allem finde ich das besonders so, was das Designtechnische. Hier im Hintergrund haben wir jetzt zum Beispiel die Mainstage. Die ist schon aus meiner Sicht super schön gemacht. Und auch die ganz hinten mit dem Roboter, die dürftet ihr auch schon auf Insta gesehen haben. Und wenn nicht, blenden wir sie hier noch mal im Video ein. Genau. Aber ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal mit euren Fragen direkt an. So ein großes Festival, das ist jetzt ja nicht wie so einer, wie bei so einem 1000-Personen-Ding, dass man da, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen vorher sonst anfangen kann zu planen, im schlimmsten Fall. Das würde hier ja gar nicht mehr hinhauen. Wann müsst ihr jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr anfangen zu planen? Durch das, dass wir mehrere Festivals produzieren, ist natürlich der Sommer relativ voll mit Produktionen. Sprich, wir fangen eigentlich so ab Oktober, November mit den Planungen fürs kommende Jahr wieder an. Das startet meistens, Gedanken werden sich natürlich davor schon, also direkt nach den jeweiligen Festivals gibt es schon Feedbackschleifen, wo Punkte eruiert werden, die fürs nächste Jahr interessant werden könnten oder auch nicht. Und im Anschluss starten wir dann ja, Ende des Jahres immer mit den Planungen fürs kommende Jahr. Das beginnt dann meistens mit einer Designphase. Das ist dann noch relativ, ja, da ist noch nicht sehr technisch das Ganze, sondern da geht es wirklich nur um die Optik von den Bauwerken. Wir haben verschiedene Designer, mit denen wir kooperieren für die verschiedenen Bühnen, einfach weil es eine Looks sind. Und ja, so zieht sich das eigentlich das ganze Jahr über immer wieder. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Planung erstmal nur mit dem Design anfängt und darauf aufbauen, dann die Technik, quasi die Umsetzung. Schaut, was möglich ist von den Designvorschlägen. Ja, genau. Also wir planen, im Endeffekt starten wir schon in der Designphase. Also der Kollege und ich aus der technischen Planung, wir sind mit in den Designphasen, weil man da einfach schon ganz gut abstecken kann, was ist technisch möglich und was ist nicht technisch möglich. Und ja, dann geht es weiter. Dann gibt es ein Design. Das ist meistens ein schön aussehendes 3D-Rendering von den Bühnen, wie man halt sowas perfekt verkaufen kann. Und ja, dann starten wir in die technische Ausarbeitung und überlegen uns ja, gemeinsam mit Statikern und so weiter, wie kann man dieses Bauwerk, was wir hier sehen wollen, umsetzen. Also kann man, ist das so ein kleines Hin und Her zwischen Design und Technik? Dass man sicher, ja. Also unser Job ist natürlich, das Design möglich zu machen. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Punkte, wo man einfach sagen muss, okay, an der Stelle muss man vielleicht etwas umbauen, umkonstruieren zum Design, um auf eine technische Machbarkeit zu kommen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich sag mal so, du hast das gerade schon angesprochen, ist ja auch sehr viel, sind sehr viele technische Aspekte, die man ja, berücksichtigen muss. Und entsprechend habt ihr auch super viel Technik hier, die ja auch entsprechend viel Strom braucht. Wie sichert ihr hier auf so einem großen Event die Stromversorgung? Wir nutzen natürlich so weit möglich die Stromversorgung, die hier on-site besteht. Also in dem Fall die Salzburg AG ist der Netzbetreiber hier. Haben hier relativ potente Stromversorgung schon am Gelände, weil das ist ja eine Rennstrecke.
Ja. Aber natürlich reicht es bei Weitem nicht für die Strommengen aus, die wir benötigen. Und der Rest wird ganz klassisch über Festivals mit Aggregaten gepuffert. Wir sind immer auf der Suche natürlich nach nachhaltigeren Lösungen für das Thema, sei es Wasserstoffbrennzellen, Wasserstoffaggregate und so weiter. Aber leider ist da aktuell der Markt noch nicht so, dass man solche Leistungen, wie man für solche Bühnen brauchen, abrufen könnte. Das ist leider noch nicht verfügbar. Ja, also das finde ich echt spannend. Das heißt, auch bei euch kommt so dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich an und ihr macht euch da Gedanken zu, wie man gewissermaßen ein Festival nachhaltiger auch im technischen Aspekt gestalten könnte. Sicher, das ist eines der wichtigsten Themen in der Planung bei uns, ist Nachhaltigkeit, natürlich neben der technischen Machbarkeit. Aber wir bauen zum Beispiel auf Deko-Elemente auf, die wir wiederholend verwenden, um einfach unseren Müll nach dem Festival zu reduzieren. Wir schauen natürlich immer Energielösungen. Also es gibt Bühnen, die am Gelände zu 100% mit Ökostrom betrieben werden. Ah. Nicht die Mainstage logischerweise, weil da eben der Netzanschluss nicht ausreicht. Aber ja, wir haben Bühnen und Bereiche, die mit Ökostrom betrieben werden. Und so baut sich das Jahr für Jahr aus. Das ist keine Umwandlung, die man von jetzt auf gleich schaffen kann in der Größenordnung. Aber sicher ist, mit den technischen Möglichkeiten steigert sich das. Und wir nehmen das gerne an und sind immer auf der Suche nach Lösungen. Ja. Ja, und ich sag mal so, was vielleicht jetzt nachhaltig, kann man sich immer drüber streiten, machen ja recht viele, was aber ja einfach einen super guten Eindruck hat und einfach imposant aussieht, ist ja Thema Pyrotechnik. Also jetzt gerade bei der Mainstage haben wir es ja gestern selber schon gesehen, dass ihr wirklich schöne Pyrotechnik und auch doch schön umgesetzt das hier verwendet. Da war eine spannende Frage, wie viel Pyrotechnik muss man für ein so ein Festivalwochenende so grundsätzlich einplanen, besonders jetzt hier auf der Mainstage? Die Frage ist, in welcher Zahl wir das jetzt fassen. wir reden, glaube ich, overall von etwa, also wir reden ungefähr von 10.000 Schuss. Ja. Ja, das ist so, natürlich gibt es verschiedene pyrotechnische Effekte, also Batterieeffekte, die geschossen werden, wo du mehrere Schuss mit einmal abfeuern mehr oder weniger hast. Und gleichzeitig aber Single-Shots, die man gestern zum Beispiel hier gesehen hat, wo du wirklich jeden Schuss einzeln zünden und steuern kannst. Ja. Und so kommen wir ja, auf über 10.000 Schuss im Endeffekt für so ein Festival. Ja, ich sag mal so, das ist jetzt ja auch kein kleines Feuerwerk oder keine kleine Pyrotechnik. Da werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwelche Regularien, also gesetzliche Regularien haben. Was ist so da das Größte, was man beachten muss? So zum Beispiel, wahrscheinlich müsst ihr es ja vorher anmelden, aber welche Sicherheitsaspekte muss man da im gesetzlichen Sinne ein bisschen beachten und woran muss man da denken? Natürlich muss man es anmelden, um die Frage vorwegzugreifen. Man braucht eine Genehmigung dafür, logischerweise, um Pyrotechnik abzufeuern. Das ist hier in Österreich genauso wie in Deutschland. Man hat das Sprengstoffrecht immer im Nacken, wenn man mit Pyrotechnik arbeitet. Was natürlich nicht ganz unkompliziert macht, man hat Sprengstoffrecht im Bereich der Lagerung, weil wir lagern hier logischerweise auch Pyrotechnik. Das kompliziert macht, gerade weil du ja hier viele Besucher, viele schwer zu kontrollierende Bereiche hast. Also es ist ja kein Fabrikgelände, das abgeschlossen ist, sondern du hast ja hier sehr viel temporär gebaute Bereiche, die überwacht gehören und wo auch diese Pyrotechnik gelagert werden muss. Das ist ein Thema oder eine Herausforderung. Dann ist natürlich eine Herausforderung, das Ganze sicher zu bauen, weil du ja hier im Aufbau, wenn du die Pyrotechnik aufbaust, hast du ja auch noch andere Gewerke am Platz, die auch nebenher arbeiten. Das zu koordinieren, dass da die Pyrobereiche frei bleiben, dass keine feuergefährlichen Handlungen in der Nähe passieren und so weiter. Das ist schon gewiss weiter Challenge. Und ja, dann kommt natürlich zu allerletzt die Genehmigung fürs Abbrennen der Pyrotechnik, um das dann wirklich zünden zu dürfen. Und natürlich der Brandschutz. Das sind die größten Punkte, die du hier treffen musst, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, Pyrotechnik abzufeuern. Also es ist auch nicht so, dass man einfach nur irgendwo Bescheid sagen muss, hier, wir wollen Feuerwerk zünden, sondern es ist wirklich von der Lagerung bis zum Abschuss, bis zur. Genau, das ist alles zu betrachten. Also das ist ein durchgehendes Konzept, was eingereicht werden muss. Und da gehört natürlich alles dazu. Natürlich sind es teilweise verschiedene Behörden, die das kontrollieren. Aber wir haben ja im Endeffekt einen ganzen Stab aus Behörden, der hier auf so einem Festival anwesend ist und auch die täglichen Abnahmen durchführt.
Ja. Ist das dann auch schon mal quasi vorgekommen, dass ihr selber während der Show irgendwie Probleme hattet oder gemerkt habt, okay, das kann man sicherheitstechnisch gerade vielleicht doch nicht mehr vertreten, das abzufeuern? Es gibt solche Probleme, das haben wir durchaus auch schon gehabt. Ich glaube, hier tatsächlich noch nie an einem anderen Festival. Mhm. Einfach, da war die Windgeschwindigkeit zu hoch. Und dann ist halt das Problem, wenn du relativ starke Winde in der Richtung hast und du feuerst die Pyro ab, dann drückst du die natürlich weg. Und das wird jetzt beim Höhenfeuerwerk, ist es kein Riesenproblem, wenn du dahinter nichts hast, wie hier. Aber jetzt beim Bühnenfeuerwerk ist natürlich ein Problem, wenn dir dann die Schüsse in die Bühne fliegen. Ja. Deswegen gibt es da durchaus die Situation, dass man einfach sagen muss, okay, ab der Windgeschwindigkeit in die Richtung ist es vorbei. Ja, aber am Ende davon merkt der Besucher meistens wahrscheinlich dann nichts, oder? Natürlich ist Einbuße sicher in dem Moment. Ja. Der Besucher wird es merken wahrscheinlich. Wir merken es natürlich und sind auch enttäuscht. Ja. Aber zum Schluss geht die Sicherheit halt einfach vor. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, einen Brand im Bühnendach zu verursachen, weil man doch noch risky einen Pyro-Effekt geschossen hat. Ja, genau. Auch so bei der Pyro-Show, das werdet ihr ja auch vorher im Detail genau planen, wann was abgefeuert werden soll, was überhaupt möglich ist. Und da kam auch die Frage rein, wie lange man so eine Pyro-Show planen muss. Das wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie ein so ein Wochenendding sein, dass man sich da hinsetzt. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, für was wir von Pyro reden. Also wenn wir von der Artist-Pyro reden oder wenn wir von der Show-Pyro reden. Also wie jetzt gestern diese Opening-Show. Mhm. Die Opening-Show ist ja komplett getimecoded. Ja. Sprich, da ist jeder Schuss genau geplant und getimecoded. Gibt es ja Visualisierungen im Vorfeld, wo man sich genau anschauen kann, wie schauen diese Effekte aus, die wir da zünden. Das ist im Endeffekt ein Prozess, wo in einer Runde, in der die Show kreiert wird, im Endeffekt beschlossen wird, okay, auf Musikpunkt hier wollen wir diesen Schuss, auf Musikpunkt hier wollen wir diesen Schuss und auf den Drop wollen wir diesen Effekt haben. Da gibt es dann ein Cue-Sheet, da wird es zusammengefasst im Endeffekt und dann geht es halt zur programmierenden Firma, die es programmiert, die Pyrotechnik, die es dann auch abfeuert. Die programmieren es auf Timecode ein und ja, dann läuft es wie eine Sequenz quasi ab, das ganze Ding. Und wenn wir von der Artist-Pyro reden, das ist ein bisschen anders, das wird live eingezählt. Also da gibt es meistens einen Tourmanager seitens des Künstlers. Die kriegen im Vorfeld eine Allocation, also die kriegen von uns quasi eine Menge an Pyro. Die fordern erstmal eine Menge an Pyro, dann bekommen sie von uns irgendeine Menge an Pyro. Dann kaufen sie manchmal noch dazu selber, weil sie mehr Feuerwerk wollen. Oder weniger, ja, je nachdem. Und dann werden diese Schüsse aufgeteilt. Und Artist-Manager oder der Tourmanager vom Artist hat im Endeffekt eine Intercom-Verbindung zum Showcaller am Front of House, der das komplette Front of House koordiniert, also der Regisseur, wenn man so will, live. Ja. Und dann zählt der entsprechend ein. Ja. Er sagt, okay, wir wollen Schussnummer so und so, wie vereinbart, auf 3, 2, 1 und dann wird er geschossen. Und der schaut sich das dann wahrscheinlich vom FOH aus an? Der steht meistens auf der Bühne. Ach so. Ja. Okay, das heißt, er steht dann wahrscheinlich irgendwo, wo man ihn nicht sieht oder nicht direkt sieht. Und meistens in der Nähe vom Künstler, weil der sich um die anderen Belange des Künstlers auch noch ganz oft kümmern muss. Ah, okay. Aber die Intercom-Verbindung, die Sprachverbindung reicht ja. Jeder weiß, wie viel Cues er hat, von welchem Effekt. Und dann werden die halt eingezählt und geschossen. Ja, aber ich sag mal so nochmal, um auf wirklich eure Pyro-Show zurückzukommen. Die werdet ihr wahrscheinlich vorher nicht, sag ich mal, einfach gewissermaßen proben und einmal abfeuern, sondern nur in einem 3D-Visualizer genau, oder so eine Art. Wir feuern hier, wenn wir Proben machen für die Show, feuern wir grundsätzlich alles aus der Pyro ab. Also wir proben mit Flammen, einfach weil wir auch Darsteller auf der Bühne haben und da macht es Sinn, dass man halt man macht natürlich Sicherheitsunterweisungen und so, aber um einfach ein Gefühl zu bekommen, wo diese Linien sind, die man davor unterwiesen hat, macht schon Sinn, wenn man die Flammen auch mal in echt gesehen hat, bevor man das erste Mal auf die Bühne geht und dann feststellt, oh, hier sind plötzlich Flammen. Und das Einzige, was wir nicht live proben, ist Pyro. Das gibt es eben nur visualisiert, ist klar. Mhm. Das wäre umwelttechnischer Wahnsinn, das einmal zu proben und gleichzeitig natürlich auch kostenmäßig nicht vertretbar. Ja, das heißt, sowas wie Flammen, das probt ihr auch wirklich. Ja. Nur wenn es dann wirklich in die Luft geht mit Feuerwerken, genau. Das wird dann im Vorhinein einfach nur gerendert, sich angeschaut.
Was wir auch nicht proben, sind CO2-Schüsse. Die bleiben auch außen vor, weil das einfach nur Materialverschwendung wäre. Bei Flammen ist halt der sicherheitsrelevante Aspekt einfach, dass du den Darstellern auf der Bühne, damit die einfach das einmal in live gesehen haben auf der Bühne. Weil du musst ja doch sagen, ein gewisses Maß an Aufregung ist, egal wie groß der Künstler ist, doch dabei. Wenn du hier auf die Bühne trittst und zigtausend Menschen vor dir stehen, dann ist es schon gut, das zumindest einmal davor gesehen oder neben der Unterweisung einmal in live mitbekommen zu haben. Ja. Ja, ist ja auch durchaus, auch wenn man das vielleicht öfters erlebt, ein imposantes Gefühl, wenn man plötzlich diese Hitze am Körper spürt. So, das hatte ich zumindest gestern im Graben dann sehr stark wahrgenommen, als dann da die Flammen kamen, wie heiß das dann wirklich auch so in der Nähe ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine allgemeine Frage und ich weiß gar nicht, ob du das wirklich so gut beschreiben kannst. Aber ein Zuschauer hatte auch noch die Frage, wie das auf so einem großen Festival XLR mäßig geplant wird, also die Belegung, ob ihr da quasi auch eine ganze Übersicht habt, wer wann welchen Kanal belegt und wofür. Meinst du tonmäßig oder? Genau, tonmäßig. Ja, sicher, das wird natürlich geplant, also es gibt im Vorfeld eine, das nennt sich Rider Advancing, da hat man mal alle Künstler-Rider am Tisch legen, sofern die aktuell sind. Und dann wird halt ausgelotet, okay, an welchem Tag haben wir welche Acts, welche Kanalanzahlen, Spezialroutings, Effekteinschleifungen, was auch immer benötigen die. Und ja, das Ganze wird dann relativ klassisch in Listen zusammengefasst. Und der Stage Tag, also der Audio Stage Tag, weiß dann nach der Liste, was er patchen muss. Der FOH-Mann bereitet sich und auch der Monitor-Mann, die bereiten sich ja meistens Showfiles vor, wo die Patches entsprechend schon verteilt sind. Und ja, so funktioniert das mit ganz einfachem Listenwerk. Also im Endeffekt ist es kein Hexenwerk, es ist nur klassische Organisation und ja, genaues Arbeiten. Also macht ihr es jetzt nicht irgendwie so schön als, sag ich mal, DIN A4-Seite, sondern habt einfach gewissermaßen stumpf eine Tabelle, wo... Ja, das gibt es dann schon als Ausdrucke. Wobei die meisten hier, nachdem es lauter technisch versierte Menschen sind, einen relativ digitalen Workflow haben und eigentlich jeder mit Tablet arbeitet oder Laptop. Ja, ja. Okay. Nochmal so ein paar, sag ich mal, persönliche Fragen. Einmal, was würdest du sagen, ist wirklich in technischer Hinsicht so das Highlight, was das Electric Love Festival ausmacht, ohne dass es vielleicht gewissermaßen nicht das wäre, was es ist? Das Electric Love Festival allgemein, glaube ich, zeichnet die Vielfalt der Bühnen aus. Auch die Looks, die wir haben. Wir haben mit da drüben, mit unserer Hard Dance Factory Bühne, eine sehr realistisch gebaute Bühne, was es natürlich im Deko-Bereich sehr und auch im konstruktiven Bereich sehr aufwendig macht. Und auch hier halt, wir haben, was hier vor uns zu sehen ist, ist eine der komplexesten Konstruktionen, die man aus Gerüstmaterial, ist ja nicht nur mehr Gerüstmaterial, aber aus dem Material bauen kann. Das war in gewisser Weise eine Challenge für alle Beteiligten, auch das statisch umzusetzen hier, den Wunsch. Und ich glaube, das macht das Electric Love aus, dass hier keine Mühen gescheut werden und keiner den einfachen Weg geht und sagt, naja, dann stellen wir da Standard-Festivalbühne hin, die Leute kommen schon. Sondern dass hier einfach jedes Jahr das Thema aufs Neue gedacht wird. Natürlich, es gibt immer einen fortlaufenden Look, das ist, glaube ich, auch wichtiger als Brand, immer ein Identity zu bewahren. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Electric Love zeichnet die Vielfältigkeit der Bühnen aus. Ja, ist ja auch wirklich sehr detailreich gemacht, auch die Bühnen da hinten, die du gerade angesprochen hattest. So als wir davor standen, beziehungsweise besonders ich, hatte mich so ein bisschen gefragt, vielleicht kannst du die Frage auch noch beantworten, wie das materialtechnisch gemacht ist. Weil es sieht teilweise wirklich nach Metall aus, aber es wird ja wahrscheinlich nicht ein ganzer Container sein, den ihr da aus Metall oben raufgestellt habt, sondern irgendetwas anderes. Ja, das ist jetzt als Magier verrät man eigentlich keine Tricks, gell? Aber die, ist keine Magie nicht. Es sind Deko-Elemente ganz schlicht und die sind einfach sehr hochwertig gebaut und dadurch schauen die halt relativ realistisch aus. Also wir haben, es ist halt immer so ein bisschen die Kunst bei der Bühnendeko. Man braucht Detail, damit es echt aussieht, wenn es realistisch aussehen soll, wieder drüben. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht so detailliert wie ein Filmset bauen, weil es dann halt einfach kostenmäßig over the top wäre. Das ist nicht mehr finanzierbar irgendwo. Und außerdem darf man nie vergessen, dass der Besucher ja mindestens 20 Meter wegsteht von der Oberfläche, auf die er da blickt.
Und da gilt es halt immer, das ist auch Teil unserer Aufgabe, so den Materialmix zu finden zwischen hochwertigen Deko-Elementen, die das Ding dreidimensional und echt wirken lassen, und irgendeiner budgetär vertretbaren Fläche, die halt diese Bühne füllt. Ja. Und das ist so die Krux in der Planung, das zu finden, um Bauwerke zu kreieren, die halt echt aussehen. Ja. Also bei den Containern jetzt, weil du das Beispiel angesprochen hast, das ist kein Hexenwerk, das ist eigentlich Trapezblech, aber klassisches Trapezblech, was man kennt von der Gartenscheune oder so. Ja. Aber ja, der Look einfach, wie es gepaintet ist und so weiter, das macht daraus halt einen Container. Also das ist dann quasi die größte Kunst dabei, dass es dann wirklich so aussieht, wie es jetzt aussieht. Genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, all in all, ein super gemachtes Festival, sehr detailreich gearbeitet, und danke. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich sag super danke. Job. Danke. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen in nördlicher Richtung da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, haut uns einen auf die Glocke. Ich bin von LTE und ich bin raus. Ciao.